Dann haben wir noch gekauft zum Frühstück und für unterwegs Joghurtdrinks. Das ist jetzt, da waren wir, glaube ich, beim Lidl kurz mal drin. Mandel und Kokos. Ich trinke sehr gerne zum Frühstück. Es reicht mir, wenn ich eine so eine Flasche zum Frühstück trinke, reicht mir die wirklich bis abends. Also ich weiß nicht warum, aber es reicht mir. Hier sind jetzt drin 250 Gramm plus 100 Gramm gratis, also 350 Gramm. Und meine Tochter nimmt das gerne mit abgepackt in so eine extra Verpackung in den Kindergarten für nach dem Frühstück. Also haben wir hier Kokos und Mandel. Dann haben wir gekauft Vanille. Dann gab es Kirschjoghurtdrink. Ebenfalls gab es Himbeere. Pfirsich gab es dann noch. Auch das haben wir in mehrfacher Ausführung geholt, weil das fließt bei uns wie Wasser morgens. Und deswegen sind es jetzt nicht nur diese 5 Flaschen, die ich gezeigt habe, sondern ich glaube 12 oder so. Aber wir sind ja 4 Leute und 4 Leute durch 12 ist halt nicht viel. Und deswegen gab es das auch. Dann haben wir noch Himalaya-Salz gekauft, rosanes. Das ist so grobkörnig. Das sind 500 Gramm. Ich muss sagen, ich habe das noch nie ausprobiert, aber es hat mich gereizt. Wir haben eine Mühle zu Hause, da kippe ich das dann einfach rein und mühle es mir selber. Ich bin gespannt, wie das schmeckt, ob das wirklich einen Unterschied macht zu normalem Salz. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen. So, dann haben wir noch gekauft Tee. Winterzeit ist Teezeit bei mir. Da habe ich einmal Grüntee mit Zitrone gekauft. Ich hatte das vorletzte Mal mir Grüntee mit Ananas gekauft. Allerdings habe ich den seitdem nie wieder gefunden. Und jetzt habe ich gedacht, probiere ich den mal mit Zitrone aus, ob mir das auch schmeckt. Wenn nicht, okay, der hat jetzt gekostet, ich glaube, 65 Cent für 40 Teebeutel. Dann durfte noch mit, ah, das haben wir auch wieder beim Lidl gekauft. Achso, den haben wir, glaube ich, auch wieder beim Tesco gekauft. Beim Lidl habe ich mir dann noch 20 so eine dreieckigen Teebeutel gekauft. Und zwar mit Ananas und Banane und Zitrone. Fand ich sehr interessant, die Kombi. Mal gucken, ob mir das schmeckt. Zusätzlich gab es noch wieder aus diesen Dreiecks-Teebeuteln Brombeere und Heidelbeere. Genau. Sieht doch richtig lecker aus, das Bild, oder? Hier seht ihr diesen Teebeutel, diesen dreieckigen. Und ich fand das so ansprechend. Für 65 Cent, glaube ich. 55 oder 65, nagelt mich nicht fest. Aber, boah, ich glaube, den koche ich mir gleich noch schnell auf. Einen haben wir noch vom Lidl und zwar Granatapfel und Aloe Vera. Kann ich nichts zu sagen. Hört sich einfach nur unglaublich lecker an. Und ich könnte ja mal ein Video über meine Tees machen. Also, das wäre ja mal eine Idee. Falls ihr Lust habt, könnt ihr ja einen Daumen da lassen oder einen Kommentar unten schreiben, weil ich so ein kleiner Teefetischist bin. Und dann könnte ich euch auch sagen, ob die schmecken oder nicht, falls einer auch mal in Polen sein sollte von euch. So, und dann noch ein von Tesco. Das ist von Sir Edward Tee. Das ist Birne mit Karamell, auch in diesen Dreiecksbeuteln. Ich finde die super, die dreieckigen Beutel. Schade, man riecht noch gar nichts, aber ich denke, Birne und Karamell kann einfach nur schmecken, oder? Was meint ihr? Muss ich ja mal so sagen. Das ist, steht doof. Mal gucken, wie der ist. So, viel haben wir jetzt nicht mehr, ein bisschen noch. Dann zeige ich euch, was wir jetzt an Getränken gekauft haben. Ihr werdet euch wundern, wieso kaufen die so viele Getränke? Ja, zuerst kann ich euch was zu den kleinen Flaschen erzählen. Da ist drin 400 Milliliter. Das ist jetzt ein, ja, sagen wir Saft dazu aus Kiwi, Zitrone und Apfel. Da kostet die Flasche für 400 Milliliter 25 Cent. Und wir kaufen die kleinen immer für unterwegs. Wenn wir in die Stadt gehen oder spazieren gehen oder irgendwo in den Tierpark oder schießt mich tot,
nehmen wir die immer mit, weil wir einfach günstiger fahren. Also wir nehmen meistens so zwei Flaschen mit, eine für mich, eine für meinen Mann. Die Kinder kriegen dann ihre eigenen Sachen. Haben wir also hochgerechnet 50 Cent für zwei Getränke ausgegeben. Und wenn wir das in der Stadt kaufen würden, was wir sonst hätten gemacht hätten, wären wir so bei 3,50 € für beide. Und so haben wir die 2 € oder 1,50, 2 €, um, weiß ich, die Kinder eine Runde Karussell fahren zu lassen oder so. Also es ist einfach eine Preisersparnis und deswegen kaufen wir von diesen Kleinen immer ein paar mehr, damit wir eine gute Zeit haben, ohne uns in der Stadt irgendwo wieder reinzulatschen oder so weit an die Schlangen anzustellen, um uns ein Getränk zu kaufen. Das ist da. Dafür sind die Kleinen gedacht. Dann haben wir stellvertretend noch so ein Klein. Und ich sag's euch, die sind so richtig gut. Das ist Wassermelonenwasser. Hier ist drin ein halber Liter und die kosten 30 Cent. Genau, 30 Cent kostet der halbe Liter. Und was soll ich sagen? Es ist halt Wassermelonenwasser. Es schmeckt, als ob man in eine Wassermelone beißt. Und das ist wirklich so. Also mein heimlicher Favorit. Aber für unterwegs halt nur, ne? Dann gab es auch noch, jetzt stellvertretend für 30 andere Verpackungen an Saft von Hortex. Falsche Seite. Ja, so rum. Von Hortex ein Saft, das ist jetzt Apfel mit Kirsche. Die haben gekostet 50 Cent der Liter, ne? Ja, genau, der Liter, 50 Cent der Liter. Wir haben noch einige andere Flaschen, also Pakete. Wieso da so viel? Ja, ich kann es euch erzählen. Wir trinken gerne Saft, wir sind Saftliebhaber und bei uns läuft locker ein so ein Liter am Tag über den Tisch. Also mein Mann, ich, meine Tochter als Schorle und mein Sohn als Superschorle, also meine Tochter 1 zu 1, mein Sohn 2 zu 1 gemischt. Und da ist ratzifatzi zum Frühstück schon alleine ein Liter weg. Und deswegen auch von den Säften wirklich der halbe Kofferraum war voll. So, als nächstes noch zwei Säfte. Ich kenne sie noch nicht. Mein Mann hat erzählt, sein Bekannter hatte die gekauft und er schwärmte davon. Und das sind Aloe Vera Säfte. Das ist jetzt Aloe Vera Original. Die sind ein bisschen teurer. Ich glaube, die kosten 75 Cent oder so. Also auf jeden Fall einmal hier Original Aloe Vera. Hier sind drin 1,5 Liter. Also die ist riesig, die Flasche. Mal gucken, ob mir das schmeckt oder nicht. Dann haben wir nochmal, ja, 1 € kosten die. 1 € kosten die. Dann haben wir hier nochmal Aloe Vera mit Mango-Geschmack. Auch 1,5 Liter. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Mal gucken, ob uns die auch schmecken oder ob wir die weitergeben müssen an den Bekannten meines Mannes. Dann haben wir als nächstes noch ein paar Softdrinks gekauft. Also so Cola, Fanta, Sprite und so weiter und so fort. Und stellvertretend dafür zeige ich euch diese hier. Das ist so Sprite, sage ich mal. Das sind, wie viele Liter sind das? 1,75 Liter. So sieht die aus. Ich trinke das ab und zu abends mal ganz gerne so ein Glas zum Abendbrot oder so. Und die haben für 1,75 Liter 55 Cent gekostet. Und das Schöne ist, in Polen, die haben ja keinen Pfand. Das heißt, ich brauche die Flaschen auch nicht sammeln. Wir drücken die zusammen und dann kommen die in den gelben Sack. Und ich habe dieses Problem mit dem Leergut einfach nicht. So, dann haben wir für Silvester noch was eingekauft, was Kleines zum Anstoßen. Und zwar haben wir einmal Spumante Dolce gekauft. Der hat gekostet, wie viel sind hier drin? 750 Milliliter für 1,50 €. Wir trinken den ganz gerne. Der ist, ja, wir sind so süße Sekttrinker.
Und der ist relativ süß oder ziemlich dolle süß eigentlich. Aber den trinken wir am liebsten und deswegen haben wir den gekauft. In Deutschland kostet Spumante ungefähr, ich glaube, 3,50. Also haben wir jetzt die Hälfte bezahlt und sehr lecker. Wir trinken den super gerne. Für die Kinder haben wir gekauft, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Paquito oder sowas. In Himbeere mit Apfel. Das ist so ähnlich wie Rubby Bubble. Das ist Kindersekt, ganz einfach ohne Alkohol. Himbeer- und Apfelgeschmack. Die müssen ja auch irgendwie womit anstoßen und besser mit sowas, damit sie denken, sie haben auch Sekt, als mit Saft oder Wasser. Und der hat gekostet 50 Cent. Hier sind drin, tja, 750 Milliliter ebenfalls. Als nächstes haben wir noch was gekauft für die Küche und zwar einmal ganz normales Rapsöl. Das ist 1 Liter, genau, zum Backen und Salat anmachen. Ab und zu auch mal zum Anbraten für leichte Sachen. Das hat ungefähr ca. 65 bis 70 Cent gekostet. Und ja, ich finde den Verschluss gut. Der ist so zum Drehen. Ich will es noch nicht aufmachen, weil ich habe noch angefangen das. Und nicht so wie bei uns mit so einem Klappverschluss, wo das am Ende nicht mehr zugeht. Also das finde ich schöner, den Verschluss. Deswegen kommt hier immer 1 Liter wieder mit. Dann haben wir gekauft einmal zum Braten Rama mit Butter. Das sind 750 Milliliter und das hat gekostet 1,50 €. Das benutzen wir immer, um Fleisch und so anzubraten. Das ist super. Ich liebe das. Das schmeckt Bombe mit der Rama. Und deswegen kaufen wir das auch immer wieder nach. Und jetzt haltet euch fest, kommt der Oberhammer. Also für mich. Und zwar Kokosfett. Das sind jetzt 900 Milliliter für sage und schreibe 4 €. Also hier bezahlt man ja hier für so eine 250 Gramm Bottich locker 3 bis 3,50. Und ich habe jetzt, wie gesagt, 900 für 4 €. Das geht bei uns immer. Also ich schmink mich damit manchmal ab, dann creme ich meine Hände damit ein, meine Lippen. Das kommt ins Wasser für den Sohn zum Wickeln. Ich brate damit. Alles geht damit. Und ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist super. Falls ihr mal ein Video dazu sehen möchtet, was man alles mit Kokosfett machen kann, dann könnt ihr mir das ja auch mit einem Daumen oder mit einem Kommentar unten sagen. Dann drehe ich euch das auch mal ab, wofür ich das alles benutze. Und deswegen durfte diesmal so ein Riesenpott mit. Hier so, ne? Gesichtsgröße. Und ja, wird auch leer. Dann haben wir auch einmal in der Apotheke einen kleinen Stopp gemacht. Und zwar haben wir gekauft Apap. Das sind Paracetamol, 500 Milligramm Tabletten. Hier sind drin 12 Stück. Die haben gekostet ca. 1 €. Die gehen immer, weil ich habe ständig Kopfschmerzen, wenn das Wetter umschwingt. Und deswegen brauchen wir immer wieder Tabletten. Und ja, für 1 € können wir sind, ne? Also wir hatten die das letzte Mal auch schon. Sie wirken super, also deswegen haben wir die jetzt, die Apap, wieder mitgenommen. Jetzt haben wir nur noch 2 Produkte und dann haben wir es auch schon geschafft. Und zwar waren wir auch kurz beim Rossmann und haben da so ein bisschen rumgeguckt und was gefunden. Und zwar Baby Dream Windeln. Einmal in 4 Plus, naja, eigentlich sind es 2, aber ich hab jetzt nicht beide hier. Zweimal in 4 Plus. Hier sind 44 Windeln drin. Das ist von 9 bis 20 Kilo. Die benutzen wir immer für den Tag. Und dann haben wir noch einmal die Baby Dream Windeln in 5. Die sind von 12 bis 25 Kilo. Die benutzen wir immer für die Nacht, weil sie ja halt ein bisschen länger halten müssen als die
Parkwindeln und deswegen nehmen wir immer eine Nummer größer. Das haben wir bei unserer Tochter auch schon gemacht und da sind wir super mitgefahren. Dieses, also auch die 5er Windeln, die haben wir jetzt wie gesagt zweimal gekauft. Bei den 5ern sind drin 40 Windeln, hier sind ja 44 drin. Die haben jetzt gekostet ungefähr umgerechnet 11 Euro für die Windeln. Und ihr denkt jetzt, okay, 11 Euro ist jetzt nichts, was in Deutschland nicht kostet. Ja, natürlich, aber wir haben hier mehr Windeln als in Deutschland und zwar ungefähr zwischen 14 und 16 Windeln. Und im Endeffekt ist es egal, ich hätte sie auch hier gekauft, aber wir waren gerade da und haben es gesehen und deswegen haben wir sie mitgenommen, weil wir eh welche brauchten. Deswegen kamen jetzt die von Baby Dream und wir sind mit denen auch zufrieden, genauso wie mit denen von DM. Aber in Polen gibt es ja kein DM, da gibt es ja nur einen Rossmann und deswegen durften auch die Baby Dream Windeln mal mit. Ja, das war's, meine Lieben. Mein Körbchen ist leer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal was anderes war. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Auch wegen den Review zu den Teesorten oder zu meiner Teesortensammlung, sage ich jetzt mal. Und was war das noch? Ach genau. Und zu meiner Kokosfett Anwendungsmethode könnt ihr mir ja auch mal da lassen. Oh, Entschuldigung. Ob ihr es sehen möchtet oder nicht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!